Du, ich hab gar keinen Sex mehr, ne? Gar nicht. Nee, nee. Erster Fernbedienungsbestimmer ohne Streit! Und nun viel Spaß an der Freude bei Pussyterror TV. Heute ist, wer weiß es, der internationale Tag des Fernsehens. Wow! Ja, ich weiß, ihr guckt alle kein Fernsehen mehr, ne? Oh, ich gucke kein Fernsehen mehr. Das ist so, das sagt man jetzt immer, ne? Ich gucke gar kein Fern mehr, ne? Gar nicht. Das ist schon so eine Art Statussymbol, oder? Es kommt immer zusammen mit so Sätzen wie, du, ich hab gar keinen Sex mehr, ne? Gar nicht. Und mein Schlüpper ist aus Fairtrade-Jute und so. Aber ich will an dieser Stelle mal eine Lanze fürs Fernsehen brechen. Warum? Weil Fernsehen cool ist. Gut, und weil ich meine Kohle mit der Scheiße verdiene, aber... Trotzdem, ich bin tatsächlich ein Fernsehkind. Ich habe Fernsehen geliebt, schon immer. Das war das Allerbeste am ganzen Tag. Ja, ich komme noch aus einer Zeit, da war das Fernsehen für die Familie so eine Art Lagerfeuer, oder? Gut, ohne Marshmallows und ohne Auspinkeln nachher, aber es hat die Familie zusammengehalten. Und es hat mir alles beigebracht, was ich heute weiß. Früher durfte ich jeden Abend Fernsehen gucken, und zwar Sesamstraße. Wenn ich lieb war, durfte ich Sesamstraße gucken. Wenn ich ganz besonders lieb war und mein Papa dann schon von der Arbeit wieder da war, durfte ich danach noch mit dem zusammen die Tagesschau gucken. Wow. War das bei dir auch so? Das war immer total krass, oder? Man saß da so als Kind, wow, das ist jetzt Erwachsenenfernsehen. Saß ich immer im Bademantel so neben meinem Papa noch im Anzug und ich so, wow. Und ich habe Tagesschau geguckt und wusste, das ist Erwachsenenprogramm, ich habe kein Wort verstanden. Aber ich habe mir so, weißt du, wenn dann die Bilder kamen aus dem Bundestag, ne, da habe ich so als Kind gedacht, ah, da waren auch so ganz viele Männer im Anzug, wie mein Papa. Und dann habe ich mir gedacht, aha, das ist dann wahrscheinlich diese Arbeit, wo alle Papas morgens im Anzug hingehen. Und abends kann sich dann mein Papa im Fernsehen angucken, was die anderen Papas noch arbeiten. Das ist Wahnsinn, oder? Als Kind hat man so eine geile Logik beim Fernsehen. Früher gab es auch so Ansagerinnen, ne? Die haben immer das Programm angesagt. Dann haben die so gesessen und haben gesagt, wenn die nächste Sendung kam, und nun viel Spaß an der Freude bei Pussyterror TV, der heiteren Witze-Show mit ihrer Ulknudel Caroline Kebekus. Genau so. Da kam genau so ein Jingle und dann ging's los. Und als Kind, ich war so krass geeicht vom Fernsehen. Zum Beispiel die Ansagerin, die immer die Biene Maja angesagt hat, die war nachmittags, das war immer dieselbe blonde Frau. Und immer, wenn die im Fernsehen irgendwas angesagt hat, dachte ich, dann kommt danach auf jeden Fall Biene Maja. Weil immer, wenn die Frau im Fernsehen ist, kommt danach Biene Maja. Ich glaube, das nennt man Pavlovschen Reflex. Ne? Ich habe mir mit 3 Jahren Telekolleg-Sendungen komplett angeguckt, weil ich dachte, danach kommt Maja. Und ich weiß noch, das waren diese Scheißsendungen mit so einem Mathematiker-Fuzzi. Mit so ganz schlimmen Pullis hatte der an und so einen Seitenscheitel. Der hatte mal irgendwelche Gleichungen erklärt. Und ich saß immer davor und dachte, der klingt wie Willi, aber der ist zu dünn und zu schlau. Und was ich ja heute auch kein Mensch mehr vorstellen kann, man konnte damals Sendungen tatsächlich nur zu einer bestimmten Uhrzeit gucken. Und was auch keiner mehr weiß, man hat sich über das Programm unterhalten. Mit Menschen, mit dem Mund, wir haben geredet. War besonders geil, immer wenn man mit meiner Mutter zum Beispiel Tatort oder einen anderen Krimi geguckt hat. Meine Mutter hat sehr viel dann dabei geredet, weil es war so spannend für sie. Dann hat sie die Spannung mit drüber reden kompensiert. Horror. Sitze mit der auf dem Sofa und die ganze Zeit, was macht der da? Warum geht der da jetzt rein? Geht der da jetzt in den Keller? Ja, weiß der denn nicht, dass der Mörder da ist? Hat er den jetzt erschossen, um Gottes Willen? Warum macht er das denn? Mama, keine Ahnung, ich habe das auch gerade zum ersten Mal gesehen. Ich weiß es nicht. Aber Fernsehen war so geil. Ich habe das geliebt als Kind. Ich weiß noch, dass mir mein Bruder immer gesagt hat, boah, wenn wir groß sind, wir werden, und wenn wir mal Kinder haben, die werden immer Fernsehen gucken dürfen, den ganzen Tag. Weil wir durften nur eine einzige Stunde am Tag gucken. Eine Stunde. Und das hat meine Mutter ganz streng kontrolliert. Aber wir haben jede schwache Sekunde schamlos ausgenutzt. Wie Junkies.
wenn meine Mutter einkaufen gegangen ist oder irgendwelche anderen Muttersachen gemacht hat, dann hat die uns ganz streng gesagt, wenn ich weg bin, dann übst du jetzt Klavier, Fräulein, und dein Bruder macht Hausaufgaben. Und wir haben so vor ihr gestanden. Ja, natürlich, liebe Mutter. Aber sobald die Tür zuging, ey, sind wir ins Wohnzimmer gerannt und haben auf dem Weg dahin schon geschrien, erster Fernbedienungsbestimmer ohne Streit. Und dann saßen wir vor dem Fernseher, ich schwöre, 10 Zentimeter vom Bildschirm entfernt, damit wir ja keinen einzigen Pixel von He-Man oder so verpassen konnten. Ey, wir haben Cartoons geguckt, bis unser Gehirn flüssig war. Und es gab früher so kranke Cartoons, könnt ihr euch noch erinnern, bei Nickelodeon, was da für ein kranker Scheiß lief. Es gab eine Sendung, die hieß, haben wir immer geguckt, Cat Dog. Ja. Kennt ihr das? Ey, was war das für ein Tier? Ein Tier, vorne Katze, hinten Hund. Hat immer mit sich selbst gekämpft. Oder auch eine geile Sendung, da hab ich immer gedacht, habe ich mich da jetzt falsch erinnert oder gab es das wirklich? Der Umgekrempelte. Der Umgekrempelte, ein Junge, der zu feste geschaukelt hat, mit der Schaukel sich überschlagen hat und seitdem auf links gekrempelt rumlief. Und dadurch aber Superkräfte hatte. Alter, ich frag mich gerade, warum wir nie in Therapie mussten. Ich weiß nicht, ja, es wurde ja nicht besser, Mann. Als Teenie habe ich dann wie so eine Gestörte 20 Stunden vor dem Kasten gehangen und MTV geglotzt. So lange, bis endlich mein Lieblingsvideo kam. Don't Cry von Guns N' Roses. Oder noch besser November Rain. Oder oh, ich habe mir mal vorgestellt, ich bin das, den Axl Rose da in der Radlerhose heiratet. Ich war in Axl Rose verliebt, Mann. Ich wollte den heiraten. Und Slash. Obwohl ich sein Gesicht noch nie gesehen habe. Aber so ist das bei uns Katholiken. Der Schleier der Braut wird erst vor dem Altar gelüftet. Zylinder ab, Kippe raus, Haare auseinander. Ja, manchmal denke ich echt, was ist eigentlich gerade los, oder? Peter Lustig, Roger Willemsen, David Bowie, Umberto Eco, irgendwie sterben gerade alle über 60-Jährigen weg, die schlau, talentiert oder lustig sind. Was ist das? So richtig beruhigt schlafen kann eigentlich nur noch Horst Seehofer, oder? Aber besonders um Peter Lustig tut's mir leid. Ich war schon immer ein Fan von dem. Oder wenn heute, da gucken die Kinder doch nur noch bei YouTube Tutorials an, wie man seinem Hamster Extensions ins Fell flechtet oder was. Aber für uns war Basteln mit Peter Lustig, das war gelebte Wissenschaft. Der hat zum Beispiel eine Nudelaufrollmaschine gebaut. Ja, aus einem Fahrrad, einer Tapetenrolle und einem Eimer mit angeschlossenem Nudelsieb. Wirklich, weil er mit dem Nachbarn hatte der eine Wette laufen, wer die längere Nudel machen kann. Das war doch toll. Und ich wollte auch immer wie Peter Lustig in so einem Bauwagen mit einer sprechenden Gitarre leben. Und ich wollte auch so ein Bett haben, dass man dann so wegklappt. In die Wand, so bam, einfach mitsamt meinem kleinen Bruder drin, so bam, wegklappen, scheißegal. Aber ich wollte nicht, dass der Nachbar klingeln kommt. Der war immer, der war gruselig, oder? Der Nachbar mit der längsten Nudel. Aber im Ernst, Peter Lustig hat immer das beste Fernsehen für Kinder gemacht, oder? Der war noch ein Grüner vom alten Schlag, also ein Öko ohne Crystal Meth Problem. Da kam keiner ran. Wirklich. Ich habe jeden Sonntag vor der Kiste gehangen und darauf gewartet, dass die Musik von Löwenzahn losging. Ja, genau. Warte, ich will mitmachen. Ich hab, als Kind war ich wahnsinnig gut im Lügen und jetzt, je älter ich werde, desto schlechter werde ich. Nee, als wirklich. Kind, wenn ich irgendwas gemacht habe, bin ich nach Hause gekommen und hab um 17 Uhr gesagt, Mama, ich muss schlafen, ich gehe schlafen. Um 17 Uhr. Also so was hast du gemacht? Ja, sofort. Was ist los? Irgendwas hat er gemacht. Und dann habe ich immer Mama erzählt, leider alles. Ich war so ein Typ, der immer alles erzählt hat. Oh Gott, ja, echt? Ich habe dann immer Kloppe bekommen von den Freunden, die ich dann verraten habe. Naja, es war eine schwierige Kindheit gehabt. Ich habe als Kind, glaube ich, wirklich einfach, weil ich Bock hatte auf Geschichten und Drama und ja, so, ne, habe ich so Geschichten erfunden. Ne? Ich bin, also auch bescheuerte Geschichten, aber ich weiß noch, ich habe einfach mal, weil ich mich interessanter machen wollte, als ich war, habe ich den Kindern aus meinem Ballettunterricht erzählt, ich hätte einen Pony.
Ne? Weil das waren ja, nein, weil das waren ja Kinder, mit denen ich nicht in der Schule war. Ne? Den konnte ich ja, die waren mir ja alle scheißegal. Ja, ja. Und das lief, die Geschichte lief einfach gut. Ja, bis die irgendwie mal reiten wollten. Wie geht's deinem Pony? Ich so, dem geht's gut. Ich hatte alles auf Lager. Wie heißt das? Wo, alles klar. Ne? Ja, bis? Und dann habe ich, ne, ich habe die Geschichte ein bisschen übertrieben, weil dann irgendwann vor der Ballettschule standen wir und da sah man hinter den Bäumen so eine Kuppel von einer Halle. Dann habe ich gesagt, das ist übrigens die Reithalle, wo mein Pony steht. Alle, wow, krass, hier um die Ecke, ja, können wir ja irgendwann mal hin. Und ich so, das ist schwierig, aber das kriege ich alles noch geregelt. Und eine Mutter war auch dabei und dann die Kinder so, Caroline hat einen Pony. Und ich so, yes, that's right, ich hab einen Pony. Und sie so, echt? Und die Mutter ist auch geritten. Die meinte, ey, wo steht denn das? Und ich so, ich weiß, was heißt, wo es steht. Nämlich da drüben in dieser Halle, da steht's. Und sie so, das ist eine Tennishalle. Und ich so, ja. Ja. Ich weiß, es ist Tennishalle und mein Pony spielt sehr gut Tennis. Mutter, hattest du mal Läuse in der Schule? Nee. Ich auch nicht. Oder? Hier jemand? Warte, meine Mutter ist keiner. Da. Mama, hatte ich mal Läuse? Weil... Ja, hat sie ja gesagt. Hat das jemand gesehen? Meine Mutter hat so gemacht. Weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht. Ey, das kann sein, dass ich meine ganze Kindheit über Läuse hatte. Und keiner hat's gemerkt. Das hat einfach keine Sau Mama. Interessiert. Also, ich glaube, du weißt was, Michael, das gab es früher nicht, Läuse. Nein, es gab keine Läuse, nein, nein. Ein kleiner Teil von mir wäre auch gerne Rockstar geworden, aber ich habe halt nie das richtige Instrument gelernt, um Rockstar zu werden. Also mich haben sie geprügelt zu Klavier und Flöte. Ich habe Flöte. Oha. Ja. Ich habe Blockflöte lernen müssen. Gelernt. Oh Gott. Guck mal, meine Oma, wie sie daneben, wie so ein Aufseher. Spielt sie das richtig? Da schauen wir jetzt mal nach, ob sie das richtig spielt. Guck, jetzt sagt sie auch, nein, das ist falsch. Nein, ist falsch. Wirklich? Oh Gott. Oh. Aber ich glaube, wir haben auch ein Bild von dir als junger, aufstrebender Rockstar an deinem Instrument. Jetzt, oh. Oh. Bist du das oder ist das deine Schwester? Nee, das bin ich an meinem ersten Schlagzeug. Was ist mein erstes Schlagzeug? Du hast aber, du guckst aber auch irgendwie so, als wäre es nicht so schön. Kann ich auch erklären, warum? Das ist nur ein Ausschnitt von einem Foto, dass, wenn man das Foto aufmachen würde, das habe ich euch aber nicht gegeben, da ist meine Mutter noch da drauf, die steht so daneben und ist so ganz stolz. Und mein Stiefvater hat das dann so, stell dich mal ganz dicht an Schlagzeug und du spiel nicht, damit sie keinen Hörsturz kriegt. Und dann ein Foto gemacht. Ja, man hat so unter Aufsicht die Instrumente gelernt. Ich hatte gar keinen Bock auf Flöte und Klavier und so. Ich musste Klavier lernen und ich habe es so gehasst. Ich habe wirklich meinen Klavierlehrer gehasst. Ich will mich auch immer entschuldigen. Ach Quatsch, ich habe es gehasst, was Scheiße. Ich musste, und er hat so gedacht, damit er mir so coole Sachen beibringt, dachte er so, hey, ich nehme mal so Hits aus den Charts. Und ich musste damals Wind of Change spielen. Ich habe Monate verbracht, dieses scheiß Lied zu spielen. Es ist so furchtbar gewesen. Und ich musste den Anfang pfeifen. Ich hätte gern was viel Cooleres gespielt. Gang. Looking for Freedom oder so. Ja, genau. Ja, großartig. Toller Klavierlehrer. Hast du die Nummer noch? Ja, ganz sicher hat mein Vater die noch irgendwo.